Am Brüsseler Flughafen begrüße ich Rainer Arnold, den verteidigungspolitischen Sprecher der SPD. Sie waren heute mit in Konya, sind gerade eben wieder in Brüssel gelandet. Wie wurden Sie denn in Konya empfangen? Es war ein sehr freundlicher Empfang. Das türkische Außenministerium hat uns hochrangig begrüßt. Der Leiter der politischen Abteilung war anwesend. Der Referatsleiter, der zuständig ist für Europa und Deutschland, war mit dabei. Und im Kern haben sie gesagt, sie freuen sich, dass wir da sind. Und sie verstehen auch, dass ein Verfassungsorgan wie der Deutsche Bundestag ein anderes Verfassungsorgan, nämlich die Streitkräfte, besuchen will. Was hat es Ihnen persönlich denn gebracht, dass Sie da vor Ort waren? Wir hatten drei Ziele. Das erste ist, ganz deutlich zu machen, das Besuchsrecht ist unverzichtbar für uns, und unsere Erwartung sichtbar machen beim NATO-Einsatz. Muss ich gegebenenfalls die NATO so einschalten, dass wir den Besuch machen können? Das zweite ist, natürlich mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort reden über deren Arbeitsbedingungen, aber auch hören, wie sie das Ganze bewerten. Und das dritte ist, sich ein eigenes Bild machen zu können von den Voraussetzungen. Welche Aufklärungsarbeit leistet dort das EVEX-Team, und was geschieht mit den aufgezeichneten Daten? Wer bekommt die? Wie wichtig sind die EVEX-Flieger insgesamt für die Koalition im Kampf gegen den IS-Terror? All die drei Ziele wurden heute erreicht. Lassen Sie uns zuerst mal über die Soldatinnen und Soldaten sprechen. Wie fühlen sich denn die Truppenangehörigen da vor Ort, immerhin in einem Land, für das es ja fast schon Reisewarnungen gibt? Ja, die sind natürlich im sicheren Umfeld. Sie dürfen leider den Flughafen nicht verlassen. Alle Soldaten, also nicht nur die Deutschen, nicht, weil es natürlich ein Risiko gibt, dass der IS sich die internationalen NATO-Soldaten ganz besonders als Ziel aussuchen würde. Aber diese Anlage dort als solches, ich wünsche mir, dass die deutschen Kasernen auf so einem guten Stand wären, wie wir das heute erlebt haben. Die sind in jeder Hinsicht vorbildlich. Es gibt Freizeiteinrichtungen, es gibt genügend Sporteinrichtungen. Die Soldaten sind ja auch nicht für lange Zeit dort, sondern immer nur 4 Wochen. Sie rochieren ja, und da kann man es wirklich 4 Wochen gut aushalten. Was haben Sie denn konkret von der Arbeit, von der Mission der Truppen mitbekommen? Also das Wichtigste ist, dieser EVEX-Einsatz ist unverzichtbar, weil in diesem Luftraum über Syrien und über dem Irak natürlich ein unglaubliches Gewirr an Maschinen ist. Russen fliegen, die Türken fliegen teilweise auch ohne Anmeldung gegenüber der Einsatzleitung. Und deshalb ist es wichtig, dass die NATO diesen Luftverkehr überwacht und entwirrt. Es werden dort keine Daten gesammelt, die Angriffsziele definieren, sondern es wird ausschließlich die Regelung im Luftraum kontrolliert. Und seit Neuestem können auch Piloten in den Kanzeln direkt aus EVEX-Flugzeugen angesprochen werden und gewarnt und gebeten, eine andere Höhe zum Beispiel einzuhalten. Also all dies hat was mit Sicherheit. Im Übrigen dann auch für die deutschen Flugzeuge, die Tornados mit Bilderaufklärung werden ja bald wieder vor Ort sein, und die Tankflugzeuge sind bereits wieder im Einsatz, und insofern ist es auch für das deutsche Kontingent, das dort fliegt, sehr, sehr wichtig. Wie schätzen Sie das im Nachhinein ein? Durften Sie, was Sie wollten? Also wir konnten die Dinge anschauen, besprechen, die wir haben wollten. Aber klar ist, das ist ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Aber bei einer etwaigen Mandatsverlängerung gegen Ende des Jahres muss natürlich strukturell geklärt sein, dass solche Besuchswünsche des Deutschen Bundestages nicht zu einem wochenlangen Hin und Her und zu einem Geeiere führen, sondern dass das problemlos möglich ist. Damit meine ich nicht, dass jeder Abgeordnete zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfach fliegen kann, sondern und es muss schon koordiniert werden durch den Verteidigungs- und durch den Auswärtigen Ausschuss. Aber es ist auch kein Problem, dann unterm Dach und mit der NATO zu fliegen, wenn wir einen NATO-Einsatz besuchen. Darin sehe ich also überhaupt kein Problem. Also nochmal abschließend beurteilt, wie offen war die Atmosphäre? Also die Atmosphäre der deutschen Soldaten ist, so wie ich es kenne, immer offen. Es waren auch türkische Militärs dabei.
Da spricht man natürlich mit denen nicht über Politik. Wir kennen das auch. Die würden das sofort sagen. Dafür sind sie nicht zuständig. Wichtig war aber, darüber zu reden, wie sind die Arbeitsbeziehungen seit dieser veränderten, schwierigen Lage und Beziehung zu der Türkei. Und da haben uns alle gesagt, auf der Arbeitsebene, zwischen denen, die auf der türkischen Seite Verantwortung für den Flugplatz tragen und zu den deutschen Soldaten und den NATO-Soldaten, hat sich nichts geändert. Nach dem Putsch einige Wochen lang, weil wie überall auch dort viele Soldaten entlassen oder gar in Gefangenschaft genommen wurden. Aber seither hat sich dies so eingependelt, dass im Arbeitsalltag zwischen den Truppen alles rund läuft. Politische Diskussionen haben wir im Kern ja nicht führen können. Dazu bräuchten wir ja dann einen Besuch in Ankara. Ich würde gerne sowohl mit der AKP als auch mit Oppositionspolitikern reden. In der Vergangenheit haben wir das eigentlich bei jedem Besuch hingekriegt. Dieses Mal konnte das nicht durchgeführt werden. Sagt Rainer Arnold, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD. Vielen Dank nach Brüssel. Danke. Danke auch.